So, meine lieben Freunde, jetzt zeige ich euch mal, wie man Döner macht. Dem Thermomix erstmal hier die Kräuter, dann runter, ne? Hier nicht den ganzen Thermomix. Oben sind dann 200 Gramm Creme fraiche rein, eine Frühlingszwiebel, dann nochmal rein, ein Teelöffel Zitronensaft, zwei Prisen Salz, zwei Prisen Pfeffer. Die Soße haben wir schon mal. So, währenddessen hier einen Salat schneiden. Tomaten, Zwiebeln, Eisbergsalat. Und wenn ihr sonst noch irgendwas drin haben wollt, das heißt Rotkohl oder was ihr gerne in eurem Döner habt. Meine lieben Freunde, dann hier Putengeschnetzeltes, Halal bitte. Damit man hier im Döner mal ausnahmsweise das Fleisch Halal ist und ausnahmsweise auch mal einen Döner ohne Schwein, was es so sehr selten gibt. Seht ihr es? Marketing, Hypermarket. Ich denke mal, da ist das schon halal. Fleisch 6 Minuten anbraten. Jetzt hier auch nochmal die Brote schneiden. Mein Kochpartner, der hat mit mir geschnitten alles. Gino, willst du was sagen, Bruder? Dann eine Prise Basilikum, ein Teelöffel Paprika, rosenscharf, Knoblauch gemahlen, zwei Prisen Pfeffer. Zwei Prisen Salz, bisschen rühren. Hier ist schon mal das Fleisch.